שלום עליכם, פון פרנקפורט נח ברלין. איך הופה איר האבט זו איינה שיינה וטר וי ביי אונס היר אין פרנקפורט, און אס איז שיין צו מאכן א לבדיק שיעור וו מן זיך זיט און מן פראגן קאן. גראד האב איך איין טלפון באקומן פון מיין פרוינד בורוך aus Saarbrücken und er hat gesagt, dass er mag sehr der Schiur von Malbim, weil jemand lebendig antwortet und fragt und es nicht alleine, wo einer redet, zu einem Bildschirm. Da habe ich ihm gesagt, sei froh, Baruch, heute wird es noch eine Schiur sein und eine wichtige Schiur. Also es ist wirklich jemand da und man hört und man sieht und es ist eine große Freude und Hashem soll mir geben, die richtigen Wörter zu sagen. Ich werde beginnen mit drei Fragen. Ich muss schon von vornherein sagen, ich habe mich gedacht, dass ich werde diese Schiur auf zwei teilen. Heute Mishnah, Breita und Tosefta. Und das nächste Mal Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, Safra und Sifri, das alle andere, weil es steht geschrieben, Tafasta merube, lo tafasta. Viel gelernt, hat man wenig gelernt. Manchmal a bissl. Und tief und jesodi, mit den richtigen Wörtern und Beschreibungen, die man sehr selten darüber hört, und sie werden sehen, dass viele Sachen, was man jahrelang man lernt, es ist nicht so bewusst und bekannt, wenn es war mir beim Vorbereiten zum Schiur so viele neue Sachen, wie man sagt, strukturiert und geklärt und verständlich, es wird bestimmt für alle eine Bereicherung und danke für diesen Wahl, für dieses Thema. Also ich werde beginnen mit drei Fragen. Die erste Frage ist, warum manche nennen die Mishnah Mishnah. Und wenn man geht in Cheder oder in Yeshiva, sagt der Rebbe, no, sag die Mishnah, verstehe ich nicht, ist eine Mishnah oder Mishnah? Was ist der Unterschied zwischen Mishnah oder Mishnah? Das ist unsere erste Frage. Die zweite Frage ist, was sind die drei Sifrei Yesod shel Am Israel? Also Bibliographia normalerweise ist sehr langweilig, weil da muss man wissen Datum, Autor und Titel, Inhalt. Und wenn einer guckt in die jüdische Bibliographia, er kann sein Meschuge und er weiß nicht, wo soll er beginnen, weil Bli Einara, es ist vielfältig. Und manchmal, wenn man sagt, Jahren 1860 bis 1935, Orot HaTshuva, Orot HaKodesh, Orot HaTfila, Arav Kuk, weiß ich, wo zu orientieren. Unsere zweite Frage, was sind die drei hauptsächliche Sifrei Yesod bei Yadut? Wenn jemand fragt, was sind wirklich die drei allerwichtigsten Sifrei Yesod, Fundament bei Yadut, wo der Rest ist nur gebaut auf die drei. Die dritte und die letzte Frage ist, was bedeutet eine Breita? Breita soll uns alle interessieren, weil immer wenn man sagt Tanja oder Tonu Rabon, und gerade wir, wo wir lernen Tanja, Tanja ist ein Titel, wir haben gelernt in die Breita. Und stellt sich die Frage, wenn die Breita ist von dieselbe Zeit von die Tanaim, warum die Breita ist draußen, Breita bedeutet draußen, so wie Bar, etwas Achuza, etwas, die draußen geblieben. Und stellt sich die Frage, warum die Breita wurde nicht reingekommen in die Mishnah. Schnell drei Fragen. Eins, warum manche sagen Mishnah? Und wenn man geht lernen, Cheder, sagt man nur, sag die Mishnah, warum sagt man Mishnah und nicht Mishnah? Zweitens, was sind die drei Sifrei Yesod bei Yadut und bei Sifriyat Am Israel? Drei, warum die Breita wurde nicht reingekommen in die Mishnah. Okay, dann beginnen wir. Es gibt Melech. Melech ist König. Der Stellvertreter von der König heißt Mishne Lemelech. Mishne Lemelech ist der Stellvertreter, der kommt nach ihm, der Sheni. Sheni heißt Mishne. So wie Josef. Josef war nicht Melech, er war Mishne, Lemelech Mitzrayim, er war Mishne.
Und die ganze Tora, was am ganz am Israel gehört auf dem Berg Sinai, sind Tora Shebichtav. Und Moshe Rabbeinu hat gehört noch einmal, zweites Mal von Gott, noch eine Tora. Das heißt Mishne. Und Hashem sagt ihm bei Shema Israel, die Wörter, was hast du gehört, du sollst sagen deine Kinder. Und da kommt noch ein Wort. Veshinantam levanecha. Veshinantam levanecha kommt von dem Wort Shinun, Wiederholung, mündlich, Wiederholung, Leshanen, so wie tausendmal unterscheiden auch Kinder in die deutschen Schulen. Mein Papa soll gesund sein, hat gelernt in Russland bis heute der Gedicht von Lorelei. Also er kann das bis heute perfekt. Und das ist in, das ist die Mishnah von den Deutschen. Also sie haben irgendeine mündliche Lehre und das ist Lehavdil. Lehavdil bedeutet 100%, tausendmal unterscheiden zwischen Kodesh Lechol. Aber Mishnah ist etwas, was man mündlich lernt. Also Mishnah bedeutet so wie Mishne Lemelech, Stellvertreter die Torah, die Erklärung von die Torah. Und die Mishnah, sie ist auch zweite. Und die zweite Sache, Mishnah, kommt von dem Wort Shinun, lernen. Weil wenn Moshe Rabbeinu hat bekommen von Hashem die Torah, hat er das, Moshe hat gebracht zu Aaron. Aaron hat das gebracht zu Elazar und Itamar. Elazar und Itamar haben zu den Ältesten. Also viermal hat man wiederholt die Torah. Und wenn du guckst, später, wenn wir kommen beim kommenden Shiur zum Gemara, Sie werden sehen, dass jeden Rashi und Tosfot hat oben vier Zeilen bei dem Rosh von dem Amud. Wir werden beim nächsten Shiur zeigen ein Blatt Gemara von Vilna und wir werden sehen, dass bei dem Rosh von dem Amud von Talmud, es ist immer vier, als zu erinnern, diese viermal, die haben gelernt. Bis heute in einer Yeshiva, wenn man lernt Gemara, es gibt Seder Achana, man vorbereitet dem Blatt, man hört dem Shiur, man wiederholt dem Shiur und man wird geprüft um dem Shiur. Also viermal, also wenn man lernt der richtigen Sugya bei Talmud, es sollte viermal wiederholen. Beim Vorbereiten, bei dem Shiur selbst, bei der Wiederholung und bei der Prüfung. Also die Vorbereitung macht man mit einer Chavruta oder alleine. Der Shiur macht man mit einem Rebbe. Die Wiederholung macht man mit einer Chavruta oder mit sich selbst. Und die Prüfung, der Rebbe prüft den Schüler, was er hat verstanden, zum Schluss. Also das kommt von diesem, das was steht geschrieben in Talmud, in Eruvin, Seite 94b. Das hat man gelernt, viermal die ganze Tora. Also was heißt Mishnah? Mishnah bedeutet Mishneh, die Stellvertreter von die Tora. Und Mishnah Lashon Shinun, Wiederholung, die mündliche Lehre Wiederholung. Derjenige, der hat geschrieben, die Mishnah, hat ihm gedauert 20 Jahre zu sammeln, die ganze Lehre. Das war Rabbi Yehuda Hanasi, der war auch ein Präsident und auch ein großer Torah-Gelehrter. Und immer, wenn es steht geschrieben, dem Titel Rabbi, Rabbi ist immer eine Tana von Mishnah und das Wort Rav ist ein Amora von Gemara. Also dann wissen wir schon auch, dass wenn es steht geschrieben Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, Rabbi Tarfon, Rabbi Meir, ja, das ist entweder eine Tana von Mishnah oder ein Amora von Eretz Israel. Rabbi Yochanan, also weil er war in Eretz Israel. Deshalb der Titel Rabbi ist entweder eine gelehrte Tana von Mishnah oder ein gelehrte Tana von die israelischen Gemara, Talmud, Yerushalmi, aber wir werden heute nicht springen zum Talmud. Ich will nur den Titel Rabbi und Rav im Kopf behalten. Rabbi ist immer ein Tana. Tana bedeutet auf Aramäisch gelernt, also Shinen. Wenn einer hat wiederholt die Sachen von die Mishnah sehr gut, kriegt er einen Titel, Tana. Wer ist ein Tana? Wer ist ein Gaon? Einer, der weiß der ganzen Schass auswendig. Gemara bedeutet Ligmor, fertig zu haben. Wenn einer Gemara et Akol, wenn einer hat alles fertig gehabt, dann kriegt er den Titel von Mishnah und alles kriegt er den Titel Gaon oder Rabbi.
Und er kann sitzen in Yeshiva und unterrichten. Er kommt zu der Kette von Mosrei HaTorah. Okay, dann Mishne. Ist, wenn man lernt im Cheder in die Yeshiva, sagt man, sag die Mishne, weil die Mishne ist die Stellvertreter von der mündlichen Lehre. Die mündliche Lehre ist für die Juden und die schriftliche Lehre ist für die Nichtjuden. Und wer sagt das? Rashi selbst. Rashi selbst bei dem ersten Rashi von der Torah sagt, warum die Torah beginnt von Bereishis und nicht vom zweiten Buch Moshe. Von Achoidesh Azolochem, von den Gesetzen von Luach Hashanah Yehudi, sagt Rashi, weil die Völker werden nehmen dieses Buch und sie werden sagen, ihr Juden, ihr habt erobert diesen Land Israel und weil die Goyim glauben an die schriftliche Torah, sie werden beginnen mit dem Wort Bereishis, Boro Elokim, Es HaShomayim, Ves HaOretz. HaOretz bedeutet Eretz Israel und Eretz Israel gehört zu Am Israel und alle Goyim, die lernen die schriftliche Torah, wissen, dass dieses Land gehört zu den Juden. Deshalb, sie werden in die Yeshiva selten eine Tanach finden und sie werden in die andere Richtung Religion keine Talmud finden, in ihre Gotteshäuser, aber Bibel in jedem Ort. Also, weil bei denen die schriftliche Torah ist die Hauptsache und bei uns die mündliche Lehre ist die Hauptsache. Und wir werden das jetzt erklären, warum. Die Gedanke, was ich sage jetzt, kommt von der Maharal von Prag und er erklärt so. Er sagt, dass Am Israel ist ein ewiges Volk. Was bedeutet ewig? So wie Hashem. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. So wie wir singen bei Adon Olam, Wehu Aya, Wehu Ye, Wehu Ove. Also Hashem ist präsent, Hashem war, Hashem wird sein. Deshalb Hashem, damit soll er existieren in dieser Welt, hat er sich in drei Kanäle sich offenbart zum jüdischen Volk. Torah Shebichtav, schriftliche Torah, heißt Vergangenheit. Man erzählt Protokoll, was ist passiert. Für uns ist nicht so relevant, weil wir haben das erlebt. Also die Goyim müssen wissen, was haben wir erlebt, aber wir haben das erlebt. Als unsere Vorfahren waren bei der goldene Kalb, sie brauchen nicht zu lesen, was mit denen passiert in die Zeitung. Also wenn es war mir die Geschichte, brauche ich nicht zu sehen, was hat man über mich geschrieben. Später hat man dokumentiert, was war. Aber Torah zeigt Avar, Vergangenheit. Mishnah, Gemara, Halacha, das ist alles Gegenwart, präsent. Warum? Weil wenn in die Torah in die Vergangenheit steht geschrieben, was, in die mündliche Torah steht geschrieben, wie. Und man kann nicht verstehen die schriftliche Torah, ohne die mündliche Torah. Ich werde nicht wissen, wie legt man Tfilin. Ich werde nicht wissen, was ist Etrog. Ich werde nicht wissen, wie macht man Shofar. Ich werde gar nichts wissen. Ich werde nur sehen verschiedene Psukim und ich werde gar nichts verstehen. Steht geschrieben, Gdilim ta'aseh lecha al arba kanfot ksutecha. Mach irgendetwas auf deine viereckige Kleid. Was ist genau? Wie macht man Tzitzit? Welche Knoten? Das ist alles in die Mishnah. In die Mishnah steht geschrieben, was. Und später von Mishnah zu Gemara, von Gemara zu Halacha, zum praktisches Leben. Das heißt, die Mishnah ist Gegenwart und Zohar ist Zukunft. Und Zohar wird genannt Torato shel Mashiach. Und alles, was von Zohar auch entsteht, Sifrei HaMekubalim, Pirkei Merkovo, Echalot, Ramchal, Chassidut, Arizal, Etzchaim, das alles gehört zum Torat HaAtid, die zukünftige Tora. Und man sieht, dass je mehr wir kommen zu der Zeit von Moschiach, die meisten Leute interessieren sich von der zukünftigen Tora, von dem dritten Teil. Also von dem ersten Teil sind noch wenigen interessiert. Die ganz Adukim, die Yehudim, die alten stark Torah und Mitzvot, achten die ganze Zeit nur Halacha, Gemara, 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 Daf Hayomi. Und Menschen, die wollen wirklich was Spannendes und was Anreizendes verstehen, wollen die dritte Teil. Und das wird genannt Torat HaAtid, das ist der Zohar. Also, wir wissen, es gibt drei Sifrei Yesod. Tanach,
משנה וזוהר. דר תנך hat eine Übersetzung auf Aramäisch, das heißt Zohar, und die Mishnah hat eine Übersetzung auf Aramäisch und das heißt Gemara. Die Torah kann man nicht verstehen ohne dem Zohar, ohne dem tiefen Sinn von die Torah, und die Mishnah kann man auch nicht verstehen ohne die Gemara, ohne Aramäisch. Und das sind zwei Sprachen. Bis die Zeit von dem Turm auf Babylon hat man nur gesprochen Lashon HaKodesh. Und das ist die Sprache, wo mit dieser Sprache Hashem schuf die Welt. Und diese Sprache hat er sich gesprochen, das ist die Sprache von Hashem. Bei den 10 Geboten hat er gesagt, Onoichi, Avaya Loikecho, Asher Otzesicho, Meretz Mitzrayim. Er hat nicht gesprochen eine andere Sprache, er hat gesprochen, das ist seine Sprache. Und das erste Wort, was er hat gesagt zu Adam, war Ayeka. Und das erste Wort, was der Mensch hat gehört von Gott, war Anochi. Also Hashem hat gesprochen, Lashon HaKodesh, das ist seine Sprache. Deshalb, wenn einer versteht nicht diese Sprache, hat keine Ahnung, was bedeutet Torah zu lernen. Und ich gebe ein Beispiel. Gibt eine Pasuk, velifnei iver lo titen michshol. Vor einem Blinder, du sollst nicht geben ein Hindernis. Es ist eine von den 365 Verboten in die Torah. Kommen die Chachamim in die Mishnah und sagen, weißt du, was bedeutet Lifnei Verlotiten Michschol? Nicht geben jemand einen schlechten Rat. Opa. Hey Leute, steht geschrieben in die Torah Lifnei Iver. Wenn einer ist ein Blind, du sollst nicht geben eine Michschol, ein Hindernis. Wie kommt ihr Juden und ihr sagt, steht dort geschrieben vor eine Mensch sollst nicht geben einen schlechten Rat. Oh. So kann reden einer, der übersetzt die Torah in seine Sprache. Und er weiß nicht, dass in Lashon HaKodesh gibt es zwei Wörter. Eine heißt Latet und eine heißt Lassim. Lassim bedeutet, etwas zu legen, wo niemand ist dort. Tassim es selbe Vakasha jetzt lieber bei. Leg das bitte bei mir zu Hause. Oder tenet es Vakasha לרב שלי. גיב דס ביטה מיין רב. לתת בדויטת, אס גיבט אוך אינה צווייטה דבי. ולסים בדויטת, מן לייקטס, ונדה צווייטה איז נישטה. תשים את זה בדואר, לייקטס אין דה פוסט, דס איז תשים. תיתן בדויטת, ודה צווייטה איז אוך דה. דס איז ונאיינה פרשטט לשון הקודש, זיתר אין די גנצה תורה, דם אונטרשיד, צום בישפול, שטט גשרים, דו זולס נישט, לזן דיינה בלקון אונה גילנדה, לא תשים דמים בביתך. זול ניש זין אין דח און צאון. דמים זול נימן תפלן. אבר לתת, לתת בדויטת נתון תיתן לו. צדקה נותנים מאחד לשני ביד. מתנה, מתנה בדויטת פון אין הנט, פון מיין הנט צו דיין הנט. ונשתית גשרים ולפני עיוור לא תיתן מכשול. וסייס לא תיתן מכשול. תיתן מרשול בדויטת אסגיפט אורן אובייקט, ימנט אין די אנדרה זייטה, זאגן אונזרה וייזן, בלינד איז איינה דר וייסט נישט דם וייג. ונר וייסט נישט וס צו טון, ונר פרק דיר, זול איש מיינה וונונג פרקאופן, ונדה אנדרה גיפטם איינה רעט, וי אוך אימר נישט רישטיק, איר ויל זול ארפלן, אודר איר ויל די וונונג סלבס קאופן, אודר די אנדרה וייסט נישט גנאו וס איר טוט, Und sagt ihm, ja, du kannst ruhig kaufen Bitcoin. Bitcoin, das gibt so Münzen, so Luftgeschäften. Und einer sagt dem anderen, mach das. Sagt die Torah, nein, das ist ein Verbot, das ist Lifnei Iver Lotiten Michshol. Da hast du jemand und du gibst ihm einen Rat und soll er fallen. Das heißt, es gibt zwei Sprachen. Sprache von Lashon HaKodesh und Sprache von Aramäisch. Sprache von Aramäisch ist die Sprache von Bavel, Sprache von dem Zohar. Weil so konnten sie die Sprache verstehen an die Mystiker. Und das ist auch die Sprache von dem Talmud, weil das war die Umgangssprache in Babylon. Schnell Wiederholung über drei Aspekte, was wir haben gelernt bis jetzt. Mishnah kommt von dem Wort Mishneh, Stellvertreter von der Torah. Und Mishnah kommt von dem Wort Leshanen, wiederholen mündlich die Sache. Am Anfang hat man alles mündlich erzählt. Das ist Mishnah. Die drei Bücher, Sifrei Yesod, של Sifriyat HaYehudim,
תנ"ך, משנה וזוהר. In dem Tanach steht geschrieben was, in dem Mishnah steht geschrieben wie und in dem Zohar steht geschrieben wofür, wozu, warum. Die tiefsten sind die Sache. Okay. Ein Beispiel für die drei. Steht geschrieben in die Torah, du sollst nicht dem Böcklein in das Milch seiner Mutter kochen. Das heißt, ich muss dem Böcklein nehmen die Milch gerade von die Mama, wortwörtlich, so wie die Deutschen wollen alles wortwörtlich, nicht dem Kalb in die Milch seiner Mutter kochen. Das heißt, etwas anders, in die Milch von einer anderen Kuh erlaubt, weil steht geschrieben, Lotte Vashel Gdi Bachalev Imo. Du sollst nicht dem Böcklein kochen in die Milch seine Mama. So steht geschrieben in Torah Shebichtav, dreimal. Kommt Torah Shebealpe und sagt, Opa, warum steht geschrieben dreimal? Einmal zum Kochen, einmal zum Essen und einmal zum Genießen. Und nicht nur Milch und Fleisch von Kalb in die eigene Mutter, sondern jeden Fleisch und auch Chicken und auch Türkei. Und nicht nur Essen, sondern separat und milchig und fleischig und Geschirr und alles. Und das ist die Halacha. Kommt der Zohar und die jüdische Mystik und sagt, ja, Milch, es ist noch Leben, es ist Chesed, Rachamim, der Tier lebt noch. Und Fleisch ist rot, die muss man töten, muss man dem Kalb schächten. Da sagt der Mensch, ah, ich verstehe ein bisschen die Zusammenhänge. Fleisch ist wirklich extrem, es ist Richtung Gerechtigkeit, Gvura, Blut. Und Milch ist Chesed Verachamim. Und du sollst nicht jetzt dem Kälblein in die Milch seine Mama, du sollst trennen zwischen Leben und Tod. Sagt der Mensch, interessant, fasziniert mir. Aber zu lernen nur dem Zohar, ohne Mishnah und Halacha und ohne Torah, es ist so wie eine, der lernt nur Aktien und er weiß nicht, was ist die Firma und was produziert sie und was ist die Sache und er wird meschug, es ist Fantasie. Es ist schön, es ist interessant, aber steht geschrieben, Mishelo milet kreso belechem vebasar shelo ishtayayim. Wenn einer hat nicht seinen Magen erfüllt mit Brot und Fleisch, soll er nicht trinken Wein, also Wein ist ein Luxus. Wenn ein Mensch hat gegessen Brot, das ist Torah Shebichtav. Wenn ein Mensch hat gelernt mündliche Torah, das ist Basar, Torah Shebealpe, dann soll er trinken Wein. Also alle drei ist schön, Lechem, Basar, Jain, sehr schön. Willst noch Öl, Chassidut, Shemen, auch gut. Aber das sind im Groß und Ganz die drei Sachen. Wir schauen drinnen. Das sind die drei Sachen. Torah, Mishnah und Zohar. Avar, Vergangenheit, Hove, Gegenwart und Atid. Früher bei der Torah hayu lomdim Psukim. Hat man gelernt nach dem Wochenabschnitt. Bei der Mishnah hat man begonnen zu lernen Nosim, Themen, wenig Leben und Passierungen. Wenn man lernt die Torah, du lernst die Geschichte, dass Jakob streitet mit dem Engel und es beendet mit einem Gesetz. Al kein lo yochnu bnei Israel gidanoshe. Du lernst über Avraham Avinu und zum Schluss lernst du soll sein Brit Mila. Du lernst über Pinchas ben Elazar und Kosbi Batzur und zum Schluss kommt Geschirr Kaschern von den anderen Völkern und so weiter. Bei der Torah kommt immer dem Gesetz mit nach dem goldenen Kalb, ihr sollt nicht machen Götter von Silber und Gold, nur die Keruvim. Aber später hat Rabbi Judah Anasi das alles gemacht in Themen, in Struktur, wir werden bald sehen, wie wird das verteilt, aber das jüdische Welt hat anders gelernt wie früher, weil die schriftliche Torah hat die Leute, es war so eine himmlische Sache, es war nicht verbunden wirklich mit ihrem tagtäglichen Leben. Weil es war nur abstrakt und Rabbi Judah Anasi hatte Angst. Die Juden sind zerstreut, langsam in die ganze Welt. Und es ist schlimme Zeit, wir wollen dem Zeit ein bisschen wissen.
Das ist ungefähr zwischen dem unsere 200 bis es ist 500 Jahre von letzte 100 Jahre von Bet HaMikdash bis 400 Jahre später von zweiten Bet HaMikdash. Nach dem ersten Exil haben die Juden mitgenommen in Galut Tanach, aber nach dem zweiten Exil haben sie genommen Mishnah und später dem Talmud. Nach vielen Jahren haben sie begonnen zu diskutieren und zu lernen und zu erklären, was steht genau in die Mishnah. Was bedeutet Mishnah? Haben wir schon gesagt, zwei Sachen. Eins, Shinun, Veshinantam, Levanecha. Zwei, Mishne, Lemelech. Wie heißen die Leute in dem Mishnah? Die heißen Tana. Tana bedeutet einer, der lernt, einer, der Meshanen, einer, der wiederholt. Tana ist Singular, Tanaim ist Plural. Es war 500 Jahre Zeit von Tanaim. Es ist erwähnt in die Mishnayot 128 Tanaim, die haben was gesagt, plus 38 Tanaim, wo über denen wird erzählt, irgendeine Sipurim, irgendeine Erzählung. Aber die haben was gesagt, war 128. Wenn man guckt in die Konkordatia von Ozar Israel von Eisenstein, er hat gezählt, wie viele Tanaim gibt es, dass sie etwas sagen. Omar Rabbi Tarfoin, Omar Rabbi Meir, Omar Rabbi Gamliel, Omar Rabbi Shimoin. Also er hat gezählt alle nach Listen und das sind 128 plus 38 Tanaim, wo denen wird erzählt nur etwas, ohne dass sie haben was gesagt oder irgendeine Halacha, sondern irgendeine Erzählung oder einen Beweis für etwas, das sie haben getan, aber sie haben sich nicht für sich etwas geäußert. Gut, wir gehen weiter. Rabbi Yehuda Hanassi war, wie gesagt, reich, klug und intelligent und in einem größten politischen Amt. Und er war der größte Freund von Antoninus, der Kaiser. Also der hat auch eine weltliche Stütze. 20 Jahre ist er gegangen in die ganze jüdische Leben. Und er hat Shishas Darim, 6 Teile gemacht dem Shas. Vor dem, dass ich gehe auf dem Shas, ich will zuerst die Sprache von die Mishnah erklären. Weil das ist sehr, sehr wichtig und ich glaube, das ist vielleicht das Allerwichtigste. Hier. Warum heißt das Shisha Sidre Mishnah? Außerdem, dass es gibt 6 Ordnung, diese ganze Mishnah kommt zu sagen Dinim, Gesetze. Und diese ganze Dinim haben 6 Definitionen. Nur 6. Es gibt nicht mehr Definitionen in Mishnah. Und die 6 Definitionen sind Kasher und Pasul, Tame und Tahor, Asur und Mutar. Darum heißt das Shisha Sidre Mishnah. Das sind parallel zu den 6 Tagen die Woche. Und nur die, ich habe gegeben auch eine Mishnah von jedem eine von Kasher und Pasul, Tame und Tahor, Asur und Mutar. Und ich will ein bisschen erklären, was ist die Sache. Kasher bedeutet, ich sage ungefähr, nicht jetzt wörtlich Übersetzung, Kasher bedeutet geeignet. Okay? Kasher bedeutet geeignet für die Sache zu nutzen. Wenn man sie nutzt, sie ist kasher. Es geht auf dem Objekt und nicht auf dem Subjekt. Also, kann man auch sagen, das ist erlaubt? Nein, erlaubt ist mutar. Okay. Weil manchmal liest man, und das finde ich ein bisschen irritierend, die Übersetzung für Kasher auch erlaubt. Also das ist nicht richtig. Ne? Das habe ich auch schon deshalb will ich nicht jetzt Definitionen geben, ich will inhaltlich die Sachen erklären. Definitionen kann ich nicht Stellung nehmen, weil ich kann nicht die andere Sprache. Ich kenne nur die Sprache von die Mishnah. Ich kann Beispiele ungefähr geben, was nutzt man für was in die Mishnah. Ich kann nicht sagen, wie übersetzt man das auf Deutsch, steht mir nicht zu, weil ich kenne nicht die Sprache. Deshalb, ich werde nutzen die Wörter Kasher und Pasul und ich gebe Beispiele. Jeder soll davon mit seiner Logik sehen, wann nutzt man Kasher und Pasul, wann nutzt man Tameh und Tahor und wann nutzt man Asur und Mutar, verboten und erlaubt.
Und also ich wollte nur sagen, dass mir das sehr recht ist, wenn man, also wenn diese Begriffe benutzt werden, ohne dass man da jetzt anfängt, so krampfhaft nach deutschen Wörtern zu suchen. Du hast sowas von vollkommen recht. Unglaublich, weil jeden andere Übersetzung wird nehmen die Idee, deshalb will ich, was steckt dahinter. Deshalb, anstatt Wörter zu verlieren, ich werde die Mishnah lernen und jeder wird verstehen, um was geht das. Wir lernen zuerst von Maseret Rosh Hashanah. Shofar shekitzro kasher. Wenn er hat genommen einen Shofar, ein Horn, und er hat ein bisschen kürzer gemacht. Er hat das geschnitten von dem Wider oder von der Antilope oder was weiß ich, von dem koscheren Tier. Und er hat das kürzer gemacht. Oder von jemand bekommen einen Shofar und er will fliegen nach Deutschland und er hat einen jemanitischen Shofar und er hat nicht Platz in seine Trolley. Und er hat gesagt, okay, ich gehe jetzt zu einem Schlosser und sage ihm, schneide ein bisschen von dem Shofar, mach mir 20 cm runter. Sagt die Mishnah, Shofar shekitzro, kasher. Gordo, ben mibifnim, ben mibachutz, kasher, wenn er hat ihn eingeschliffen, gekritzt, von draußen oder von drinnen, er hat das schön so geschliffen, es ist kasher. Zipau zahav, wenn er hat ihn vergoldet, mibifnim, pasul, wenn er hat den Shofar drinnen mit etwas verziert, also gelegt noch eine, vergoldet, er wollte einen schönen Shofar haben, und er hat das getunken in Gold, so wie man kann tunken Apfel in Schokolade. Kann man auch machen, es gibt so manchmal, man macht so eine Dinner für reiche Leute in Amerika und man gibt sie so eine Shofar vergoldet. Also, das sieht man, das gibt noch heute diese Sachen. Also, wenn er hat das vergoldet, mibifnim pasul, wenn das ist mibifnim pasul, bedeutet untauchlich zum Nutzen, und da werde falsch zu sagen, nicht kasher, weil es gibt einen Begriff. Begriff bedeutet Pasul. Pasul bedeutet etwas, die gegen Gott, so wie ein Pessel, so wie ein unvollständige Sachen. Kasher bedeutet geeignet. Das Wort kasher kommt das erste Mal in Megillat Esther. Das Esther sagt zu Achashverosh, im kasher adavar be'enei ha-melech, wenn die Sache ist in deinen Augen kasher, also wenn die Sache ist bei dir passt, geeignet, wie auch immer, das Gegenteil von kasher in die Mishnah ist pasul. Also gekürzt dem Shofar kasher, vergoldet dem Shofar mibifnim pasul, von innen pasul, mibachutz kasher, von draußen kasher. Zipau bemakom piv, also wenn er hat ihm vergoldet, dort wo der Mund in die Spitze, osho sifalav kolsheu, afilu bemino, pasul. Also wenn er hat vergoldet, dort wo man bläst Shofar, das ist pasul. Reicht, ich werde nicht die Mishnah bis Ende, weil wir wollen nicht jetzt lernen Gesetze von Rosh Hashanah. Ich habe nur genommen ein Modell, ein Muster. Es geht um ein Objekt, Shofar. Der Shofar kann sein Shofar kasher und der Shofar kann sein Shofar pasul. Es kann nicht sein Shofar Tameh und es kann nicht sein Shofar Taor und es kann nicht sein Shofar Asur und es kann nicht sein Shofar Mutar. Es kann nur sein Kasher oder Pasul. Schluss. Weil es geht um, ob ich kann nehmen diesen Objekt zu nutzen für mich. Noch Beispiele: Sukkah, Lulav, Etrog, Tzitzit, Tfilin, Kasher und Pasul, Mezuzah. Gib nicht Mezuzah Asur oder Mezuzah Mutar oder Tfilin Tameh oder Tfilin Taor. Gib nur Sachen, wo es gibt auf die Tashmishei Kdusha oder auf die Tashmishei Mitzvah. Es gibt Kasher oder Pasul. Wenn es gibt eine Tanach, die übersetzt richtig, es kann sein Tanach Kasher und es kann sein, wenn in dieser Tanach ist noch andere Schriften, die wir nicht dürfen, weil sie haben zu tun mit Götzendienerei, das ist Pasul. Jetzt, wenn du willst reden über dem Objekt, ob ich darf davon lesen oder nicht, das ist schon Asur und Mutar. Das geht über der Mensch, aber über dem Objekt, über die Gegenstand, das nennt man in Aramäisch Chefza. Chefza bedeutet
die Sukkah, dem Etrog, dem Lulav, wenn die Arava, die Bachweide hat, sie ist schon trocken, sie ist Pasul. Wenn die Sukkah hat mehr Sonne als Schatten, Sukkah Psula. Und wenn, also und so weiter und so fort. Okay, jetzt. Gehen wir zu dem zweiten Begriff, Tameh und Tahor. Interessant in die Mishnah, alle Sachen von Essen und haben nichts zu tun mit Kasher und Pasul. Das Wort Kasher hat man viele, viele Jahre später, wenn wir werden lernen noch beim nächsten Shur über Talmud, wir werden sehen, was ist passiert. Aber in die Mishnah selbst, die Sprache, alles, was hat zu tun mit Tameh, Tameh bedeutet etwas der Unrein und Tahor bedeutet rein. So wie es steht geschrieben im dritten Buch Moshe, Kol ha'ofot ha'tehorim, Kol ha'dagim ha'tehorim, Kol ha'dagim ha'tmeim. Also wenn man guckt im dritten Buch Moshe Shmini oder im fünften Buch Moshe Parashat Re'eh, steht nirgendwo in dem Torah das Wort Kasher. Steht geschrieben Dagim tehorim und es steht geschrieben Dagim tmeim. Und geben wir eine Mishnah jetzt. Was ist passiert, wenn einer geht nach Bergen in Skandinavien, in Norwegen? Und er geht zu dem Fischmarkt. Und er sieht, dass es gibt eine Grill oder es gibt eine Fess von gute Matthias Hering. Aber in dem Fess steht geschrieben, Dag Tameh, Shekavsho in Dag Taor. Was passiert, wenn in demselben eingelegte Soße von dem Fest, von dem Matthias, von dem Hering oder von die Lakerda oder wie auch immer. Was passiert, wenn hat man das zusammen in demselben Zier, in demselben Soße oder in demselben eingelegte Sachen? Also, die Frage ist, wie ist in der Menge? Und da sieht das auch Unterschied, ob es ist in Jehuda oder Galil. Ich will auch nicht reingehen in die Mishnah. Rabbi Yehuda Hanasi sagt, die Frage ist, was war die Mehrheit, was war die wenigsten? Wenn das ist die Mehrheit, Dag Tameh, klar, dass die Dag Tahor ist nicht erlaubt und er ist nicht mehr Tahor. Und wenn es wurde geräuchert in demselben Ofen, natürlich, der Dag ist Tameh geworden, obwohl er war Tahor. Also alles, was Tahor und Tameh, kommt zum Ot und Taharot. Und auch wenn einer hat gefassen, eine Leiche, okay, dann ist er Tameh. Und wenn einer war in Mikve, dann ist er wieder Tahor. Also Tameh und Tahor hat sehr viel mit unlogischen, sondern göttlichen Gesetzen, die haben zu tun mit Tameh und Tahor. Und Rabbi Yehuda Hanasi setzt fort die Wörter von die Torah weiter in die Mishnah. Weil die Mishnah, wie gesagt, hat noch weiter eine Entwicklungssprache von Lashon HaKodesh. Die Mishnah ist einmalig. Und wenn Eliezer ben Yehuda hat geschrieben, die moderne Ivrit, also er bringt ohne Ende von Talmud und Mishnah, weil bei Mishnah sieht man schon eine Definitionen von Sachen, die in die Torah noch nicht mehr sieht. Ein dritte und letzte Beispiel von Assur und Mutar. Was passiert, wenn es gibt eine Götzendienerei Feiertag? Das nennt man Chogge. Man sagt nicht Chag. Wenn die Götzendieners haben einen Feiertag, das nennt man Chogge, Yom Ideen. Die Jom von diesen Ideen, also die haben irgendeine verschiedene Tage, wo die an dem Tag gehen zu ihren Getschkes und dienen ihre Götzendienerei. Sagt dem Mishnah Maseret Avodah Zarah, was passiert, wenn es gibt einen Handwerker, der arbeitet bei einem Götzendiener? Omanin Israel, wenn es ist ein Israeli, also dem Mishnah nutzt nicht das Wort Yehudi, sondern Israel. Oman Israel, Shayu Osim Etzel Ha'Oved Kochavim. Also wenn es ist eine Chogge, wenn es ist eine goyische Chogge, Yom Ideen, wenn der Israel arbeitet bei sich zu Hause, zum Beispiel er produziert Schuhe für die Firma, für die Götzendienerfirma.
er produziert ihm Schuhe oder produziert ihm Porzellan, er ist ein Blecher, keine Ahnung. Also, Bebeto shel Israel mutar. Also, wenn er arbeitet pro, wie man sagt, er muss Produkten bringen, Tasche, Schuhe, Socken, bei sich zu Hause mutar. Bebeto shel Ovet Kochavim asur. Also, wenn er muss am dem Tag gehen in dem Haus von dem Götzediener, asur, verboten. Asur bedeutet wie gefesselt. Asur ist einer, der sitzt im Gefängnis. Und mutar bedeutet einer, der seine Fesseln sind offen. Wenn einer sitzt im Gefängnis, heißt er Bebet Sohar, u Asur. Rabbi Shimon ben Elazar omer, im haya sachir hayom, wenn er ist ein täglichen Eingestellter, ben Bebeto shel Israel, ben Bebeto shel Ovet Kochavim, Asur. Also wenn er kriegt pro Tag Arbeit und die Götzediener haben an dem Tag ein Yom Ideem, eine Choge, dann es ist Asur. Asur bedeutet verboten oder nicht erlaubt. Aber das Wort Asur, wenn man hört, die Wörter kommt von dem Wort Asir, Bezoar, gefesselt. Du kannst das nicht machen. Die Fabrik kann weiter an dem Tag arbeiten. Asur lecha. Nicht die Schuhe sind jetzt Tameh oder Taor. Nicht die Arbeit ist jetzt Kasher und Pasul. Asur und Mutar, ze ani, ha-adam. הגברה, הגבר, האדם, הבן אדם, לי אסור, לי מותר. אוקיי, מותר לי או אסור לי? Oder ein bisschen in Deutsch, auch bin ich nicht sicher. Es gibt auf Deutsch eine Frage, die heißt, darf ich? Was ist darf ich? Darf ich bedeutet, ist die Sache noch geschlossen, אסור? Darf ich bedeutet, מותר, sie ist schon erlaubt, dass ich sie, darf ich eine Banane nehmen? אסור, דף יש נשנמן, גניבה, אסור לגנוב, לא תגנוב, אוקיי? אסור לגנוב, לא תגנוב, זה איסור מדאורייתא. אבא ונשזג רשות, מותר לי בבקשה? מותר לי בננה? מותר בדויטה דיזארי איז בפרייט פון אירי גפנגנשפט. ונדה אבן ויר דיגנצי משניות, בפינדן זיך אימר אוף דיזן זקסטה ראיה. כאשר פסול, תמא, טהור, אסור, מותר. ודסלב, ומן וילדים משניות לרנן, פשטייט מן, דס בפסט בי אלה מצוות אובייקטה, ורדס וורד כאשר ופסול, פסט בי אלה זכן פון טירה, פון אסן, פון אונריינהייט, פון מן ופראו, פון נשים, פון נידה, אישה טמאה, אישה טהורה, כהן תמא, כהן טהור, איז אימר טומאה וטהרה, אסור ומותר איז בצוג דר מנץ' אור ונדר אובייקט איז ארלאופט. כאן זין די זכה איז קשר ודי זכה איז טהור, אבל אסור לך לקחת, זה איז נישט דיינה, אלזו דו דאפס נישט נמן. פשטנן? אוקיי, סופר, גיים ווייטר. יצט. Der Maharal von Prag sagt etwas sehr interessant. Er sagt, es gibt in dieser Welt drei Welten. Olam Tiv'i, natürliche Welt. Olam Mufshat, abstrakte Welt. Und Ben Adam. Ben Adam bedeutet, der Mensch, der zwischen die beiden lebt. Okay? Dann guck mal, wie verteilt er diese drei Sachen in die Mishnayot. Zraim ist alle Olam Tiv'i. Alle Sachen von Eretz Israel, Gesetze, alle Sachen, die kommen rein in Eretz Israel, in die Erde, was man machen soll, das alles kommt in Zraim. Zraim bedeutet Samen, Zera, und alles, was hat zu tun mit Zraim, in Eretz Israel plus Masechet Brachot, weil Brachot ist auf die Früchte und alles, was kommt, mehr Teva, das ist Reim. Was ist Olam HaMufshad? Was ist die abstrakte Welt? Das ist Moed. Was ist Moed? Moed bedeutet Feiertag. Also, wenn eine will suchen, Rosh Hashanah, Sukkah, Yuma, Ta'anit, alle Sachen, die haben zu tun mit jüdischen Feiertagen, das ist alles in Seder Moed.
Da haben wir schon die zwei Welten. Olam Tiv'i, Zraim. Olam Mufshat, Olam Abstrakti, Moed. Und das, was verbindet die beide, ist Nashim. Was ist Nashim? Was ist Beziehung mit Frauen? Ist natürlich oder abstraktisch? Gemischt. Es ist ein bisschen Schabes, es ist ein bisschen Herde, es ist ein bisschen Himmel. Ein Tag Yontef, ein Tag Schwitzen. Also das ist gemischt. In Nashim kommt Gittin, Ktubot, Kiddushin, Yevomes. Alle Sachen, die haben zu tun mit Beziehungen zwischen Mann und Frau. Wenn es gut geht, Kiddushin. Wenn man muss bezahlen, Ktubot. Wenn es läuft nicht, Gittin. Wenn man muss heiraten, die Schwägerin Yevomes. Und so gibt es eine ganze Liste in Nashim. Okay. Jetzt kommt wieder noch eine Reihe von drei. Und da beginnt er auch mit wieder alle drei Sachen. Und da beginnt er genau andersrum. Er beginnt bei Zwischenmenschen. Zwischenmenschen bedeutet Nesikin. Nesikin bedeutet Nesek, Damage, Schädigung. Alle Sachen, die haben zu tun mit Streit zwischen Menschen. Die ganzen Mishpatim, die ganzen Rechenschaft zwischen Menschen kommt in Nesakim. Ich kann dir nur sagen, von die alle sechs Zdarim, Nesikin ist das, was man lernt am meisten, weil man will wirklich die jüdischen Gesetze zu lernen. Also, und die meisten Schwierigkeiten oder Komplikationen kommen in Nesikin. Und deshalb Nesikin, stell mal vor, beginnt mit Pirkei Avot. Warum Nesikin beginnt mit Pirkei Avot? Weil wenn einer beginnt mit Pirkei Avot, kommt er nicht in Gericht. Also Pirkei Avot bedeutet schon Kompromiss, Medium, nicht kommen in Gericht. Deshalb Rabbi Yehuda HaNassi, vor dem, dass er kommt zum Urteil, zu Gesetzen, die müssen schon, wie man sagt, Entscheidungen treffen, dann sagt er zuerst, ey, stopp, Nesikin vor Bove Bezir, Bove Basre, alle Gesetze zwischen Menschen, Felder, Streiten, Ochs, Schläg, Tod, alles. Vor dem gibt er eine Mishnah, die heißt Avot, und in Avot sagt er so ein Medium, so eine Pschara, so eine Lifnim Mishura Sadin, dass man kann nachgeben und lieb sein und nicht kommen in Bet Mishpat. Später kommt Kochim. Kochim ist die Korbanot, alles was war in Bet HaMikdash, erst Geborene und alle Sorten von Kadosh bedeutet abgesondert und geeignet. Und Taharot, das ist schon die himmlische Sachen von Mikwe, von Tum'ah, von die alle Sachen. Jetzt, die Mishnayot an sich haben eine sehr einfache Struktur. Es gibt drinnen bei jedem Mishnah den Fall, die Meinungen und die Schlussfolge. Das heißt, weil diejenigen, die haben den Tempel zerstört, haben die Juden zerstreut zwischen so vielen Plätzen, es war Krieg, es war keine Einheit, es waren verschiedene Gruppen, hat man alles mündlich gelernt und jeder hat vielleicht anders gesehen und anders erinnert, was war. Und da jeder hat gesagt seine Meinung, was er denkt. Aber zum Schluss, wir werden noch sehen, dass es gibt Regeln, nach wem ist die Halacha. Im Groß und Ganz, Yochid verabim, Alocha kerabim. Im Groß und Ganz, die Entscheidungen von Rabbi Yehuda HaNassi waren in zwei Instanzen. Oder es war ein großer Mensch, wogegen dieser große Mensch braucht man nicht zu diskutieren.
Er hat gesagt, tschüss, Shabbat Shalom. Erledigt. Er war in der Nasi, der hat Hillel ist gekommen und er hat gesagt, dass man schächtet Korban Pesach auch am Pesach. Alle haben gesagt, man schächtet nicht. Hillel hat gesagt, ja, Hillel war Nasi Sanhedrin. Alle nehmen seine Meinung, sein riesiger Tanner von dem Sugot. Und er hat gesagt, sogar es ist nicht meine Meinung, ich habe das gesehen. Und hat man ihm gesagt, wie hat man den Messer gebracht am Shabbat? Sagt man, hat man das gelegt auf die Wolle von dem Schäferle. Nun, Schluss. Hat man gelegt die Messer auf dem Schäferle Wolle und so ist es gekommen und geht zerbrecht dem Kopf jetzt. Alle haben gesagt, man macht Korban Pesach am Shabbat. So, auch wenn alle Chachamim sagen nein. Also Rabbi Yehuda Anasi sagt, entweder es muss sein ein Tana, der wirklich gehört zu der Elite-Liga, eine großen Samchut, eine großen Smiche, oder es muss sein Yachid Verabim, Halocha Kerabim. Oder später, wir werden sehen, bei den Mishnayot gibt es auch andere Sachen und beim Talmud gibt es noch mehr Entscheidungen, wer, nach wem ist die Halacha. Aber die zwei soll bleiben bei Mishnah. Mehrheit und Autoritätskräfte. Also, weil auch die Tanaim waren fünf Generationen von Tanaim. Und natürlich, wenn jemand hat gesagt, von ersten Generation von dem Tanaim, ist er was Besonderes und viel mehr wert als eine dem anderen. Okay. Jetzt. Nachdem haben wir gelernt die Sachen, wollen wir zusammenfassen das, was wir haben gelernt. Und ich werde dir jetzt noch einmal die drei Fragen vom Anfang stellen und wir werden die Fragen beantwortet. Unsere Fragen am Anfang war, wann sagt man Mishnah und wann sagt man Mishneh? Diejenigen, die lernen die Torah akademisch oder literarisch, sie nennen das Mishnah. Mishnah bedeutet eine Wiederholung. Mishneh ist für diejenigen, die lernen präsent die Gemore und die Mishneh, so wie es steht geschrieben, in Pirkei Avot, ben 5 Shanim le Mishnah, mit 5 Jahren zu Mishnah. Also, ben 10 le Gemara, also bis 5 Jahre, muss ein Kind schon fertig sein mit dem ganzen Torah. Mit 5 Jahren soll er schon beginnen die Mishneh, mit 10 Jahren soll er beginnen die Gemara, und so soll er wachsen. Du kannst vorstellen, wie schnell haben die Kinder damals gelernt. Alle Sipurim, alle Erzählungen, sollte er schon bis 5 Jahre wissen, 100%. Und wenn er hat schon die ganze Tanach gelernt bis 5 Jahre, hat er begonnen zu lernen die Mishneh. Die Mishneh hat er gelernt sehr viel auswendig. Und es war das, was er hat gelernt in die Torah nach Geschichten. Und natürlich konnte er alles ordinieren, wann kommt was. Hat er begonnen zu lernen dem Zman Nakat. Zman Nakat ist ein Akrostichon, ein Eselsbrücke, für alle 6 Sidrei Mishnah. Und auch wenn er wusste nicht die ganze Mishnayot auswendig, was wusste er? Er wusste immer sagen, Kasher Pasul, Asur Mutar Tahor Tameh. Das heißt, hättest du gelernt in ein Kind in die Zeit von der Mishne und hättest du ihm gefragt, sag mal, Etrog ohne Pitam, Kasher oder Pasul? Hat er dir gesagt, Pasul. Ohne den Kopf zu brechen, er wusste die Halacha. Weil sie haben das alles gelernt. Das war die Masoret. Und alle haben gelernt die Mishnayos. Aber sie haben nicht genau verstanden, was steht in die Mishnah. Sie haben gelernt die Gesetze, aber ein bisschen trocken. Sie haben nicht verstanden, wieso Rabbi Yehuda Anasi hat den Kontakt von die Torah bis seine Entscheidung zum Din so verstanden. Und warum hat so verstanden? Jahre später haben sie gesessen in Babylon und sie haben begonnen, den Talmud zu lernen. Und Talmud Bavli, die Gemara von Babel, heißt Bemachshaki Moishivani. Der hat mir gesetzt in Dunkelheit. Man muss sitzen in Dunkelheit und sortieren alle Sachen. Talmud Jerusalmi, Torah Eretz Israel, sie war schon klar, sie war schon lichtig. Und die Talmud Jerusalmi schreibt nicht mehr Gemara oder Mishnah, schreibt schon Halacha. Weil das ist schon, die Talmud Jerusalmi nennt nicht so wie die Gemore, wie Talmud Bavli, er sagt nicht jetzt
die Mischne sagt, da sagt die Halacha, weil der Talmud Jerusalmi ist schon Licht. Aber die Talmud Bavli, die wollten, das ist einfach ein Protokoll, zu verstehen, was steht geschrieben in die Mischna. Wenn wir nutzen ein Wort, was ist die beste Wort für Gemara? Gemara bedeutet Lemida. Lemida bedeutet Lernen. Gemara bedeutet Lernen. Natürlich, Gemara zu lernen, ohne dem Yesodot vom Tanach, ohne dem Yesodot von die Mishnah, gleich beginnen zu schwimmen in die Gemara, es ist fast unmöglich. Gott sei Dank, in den letzten Jahren gibt es sehr, sehr gute Chachamim und einer davon ist Reb Adin Steinsalz, Zatzal, und er hat genommen die Gemara und er hat sie sehr, sehr vereinfacht. Er hat sie punktiert, er hat die Wörter von Aramäisch geschrieben in Ivrit, nur er hat gebracht große Ärger in die litwische Welt. Eins, weil er hat den Form, den Font von dem alten Gemara von Vilnus, von Witwe Achim Rehem, von Gaon von Vilna geändert. Und außerdem, viele wissen nicht, aber Adin Steinsalz ist ein Lubavitcher. Und wenn ein Lubavitcher macht schon etwas, es ist schon vornherein Passul. Auch wenn die Sache ist richtig und gut und zu Hause viele Leute. Ich kann dir nur sagen, als mein Bruder, Zeevi soll gesund sein, der Rabbiner in Zypern geheiratet und bei Juden gibt es, welche Geschenke soll der Schwiegervater schenken sein Schwiegersohn? Eine von den Geschenken ist Schass, der Talmud Bavli. Fragt Rav Farkas, ein großer Halacha-Person bei Chabad, mein Bruder Zeevi, איזה Schass אתה רוצה? Vilna? Nun, mein Bruder ruft mich an und sagt, Shlomo, mein zukünftiger Schwer ruft an, er will mir bringen ein Schass. Was soll er mir schenken? Hab ich gesagt, Zeevi, willst du die Wahrheit? Soll er dir schenken Steinsalz? Gut, es ist nicht, du bist nicht angesehener Mensch, wenn du Steinsalz willst. Das zeigt, dass du bist ein poscheter Mensch, aber das zeigt, dass du bist praktisch. Gut, der Schwiegervater ruft an vor Shabbat. Zeevi, nu, echlateta, איזה Schass אתה רוצה? Sag Zeevi, Steinsalz. אמר לו, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך מאוד מאוד מאוד, זאבי. חוב דיר ליב, זהר שטרק. זאגת למה? זאגת רבל, דו עשת אתפס גיבטן, ודו עשת אפנן ולרנן. ודאס פרויט משסר. אין גמרה פון שטיינזלץ, אלזו, די גמרות די אישה בהיר, זינט שטיינזלץ. ורום? ואל אס איז גרוס, es ist punktiert, es ist mit Bildern, es ist mit Zeichnungen, es ist mit Erklärungen und du kannst sitzen ganz ruhig und verstehen. Er hat das alles vereinfacht. Jahre lang sind vorbei und auch die Litwikes haben gemacht ein Patent. Wie läuft dieser Patent? Dieser Patent ist ein Betrug. Sie haben gemacht den alten Font von Gmara Vilna, aber beiseite haben sie gemacht Erklärung, so wie Schottenstein. Was haben sie gemacht anders? Sie haben nicht den originalen Font geändert. Stimmt, aber in diesem Font lernt niemand. In Schottenstein. Und jetzt in die Yeshivot ist auch verboten Schottenstein. Was machen die Leute? Zu Hause, vor dem, dass sie gehen zum Yeshiva lernen, sie gucken in Schottenstein, vorbereiten richtig den Blatt, weil wir leben heute in einer Welt, wo Menschen wollen nicht viel mehr arbeiten auf Nebensachen. Sie wollen gleich gehen zum Punkt. Und wenn du Zeit verlierst auf Wörter von Aramäisch, von Begriffe, die du nicht kannst und du kommst nicht zum Punkt, dauert sehr, sehr lang. Und man will gleich kommen vorbereitet. Gut, also, das ist im Groß und Ganz, uns erklärt alle drei Fragen. Mishnah und Mishne. Ob das ist Stellvertreter von der schriftliche Tora oder das ist eine Wiederholung. Breiter bedeutet alles, was Rabbi Judah Anasi hat nicht in Mishnah reingelegt und trotzdem Tanaim haben das gesagt und hat man das in eine Nebensammlung gebracht. Das nennt man auch Tosefta.
zusätzlich. Ich würde so sagen, wenn eine Mama gibt Hauptspeise oder im Restaurant gibt man Hauptspeise, das ist der Portion. No? In der Portion gibt Fisch, Kartoffelbrei und Spinat. Shalom. Hat sich erledigt. Wenn man will noch ein bisschen Spinat, was sagt man? Efshar Tosefet bevakasha? Tosefet bedeutet mehr. Aber es gehört nicht zu dem Hauptspeise. Es ist etwas, was hat man nicht reingelegt in die Schriften von die Mishnah. Eins, weil Rabbi Yehuda Hanasi hat das nicht genug sortiert oder war nicht in die Meinung, das gehört in die Mishnah rein. Deshalb, die ganze Gemara bringt die ganze Zeit Widerspruch zwischen das, was steht geschrieben in die Mishnah und in die Breita. Tanja, Besov Peregimel Denida, also wir haben gesehen, eine Breita in Nida, steht geschrieben, die ganze Zeit steht geschrieben, Tonu Rabbonon. Zum Beispiel die ganze Geschichte von Chanukka steht nicht geschrieben in die Mishnah, auch politisch, weil Rabbi Yehuda Hanasi war nicht von den Chashmonaim und natürlich hat er nicht gegeben die Kredit die Chashmonaim über die Chanukka. Deshalb der Talmud, was erzählt über Chanukka, ist eine Breita, die heißt Tonu Rabbonon. Okay. Warte, heißt das, habe ich das richtig verstanden, dass Sefta ist die Sammlung von den Sachen, die außerhalb sind, also die Breita? Ja. Breiter und Tosefta ist im Prinzip dieselbe Sache. Aber das ist in sich dann auch eine Sammlung. Also das ist eine Sammlung von verschiedenen, das sind Sachen, die dazu noch gekommen, Tosafot ala Mishnah. Breiter ist alles, was ist draußen geblieben und das hat man alles geordnet. Die, fast alle Breiter sind geschrieben in die Tosefta. Ah ja, das war Gold wert. Danke. Freut mich. Okay. Also ich habe mich immer gefragt, was das bedeutet, Tosefta und Breiter. Und dann, wenn ich darüber nachgedacht habe, dann war ich wieder gefesselt von was anderem und bin darüber weggeflogen. Aber das habe ich jetzt verstanden. Ja, Tosefta kommt von dem Wort Tosafot, also zusätzliche Sache. Und Tosefta ist eine Mishnayot von die Breite, also das ist eine, es gibt verschiedene Leute, die haben das geschrieben, Rab Chia und Rab Oishia und... Aber die Autoren dieser Artikel in der Breite, das kann die identisch sein mit den in der Mishnah? Oder? Ja, sehr oft, ja, ne? Sehr oft, klar. Sehr okay. Oft. Und die Tosefta ist auch wie die Mishnayot wieder gemacht, aber sie ist eine zusätzliche Sache. Die Tosefta wurde geschrieben eine Generation nach die Mishnah. Okay? Das heißt, es ist viele Sachen noch geblieben oder zusätzliche. Und heute, wenn man schreibt ein Buch und die Buch ist geschlossen, manchmal gibt das Tosafot. Also wenn du guckst zum Beispiel in das Buch Tanja, die Tanja ist geschlossen, ist gedruckt und später gibt das Tosafot. Hat man gefunden irgendein Papier von der alten Rebbe, das in diesem Blatt sagt er noch ein paar Wörter und das kommt Tikkunim ve'osafot. Dann sind das sowas wie Ergänzungen, ne? Ja, zusätzlichen Sachen, die wurden nicht in dem Haupttext geschrieben, aus verschiedenen Gründen und die ganze Gemara, die ganze Talmud, wir werden sehen, bei unserer nächsten Shur Bezrat Hashem, dass sehr oft bringt man Exzedent und Widerspruch, Stira. Das nennt man Veriminu. Riminu ist mein Lehrer in die Yeshiva hat immer gesagt, Riminu ist wie eine Bombe, Rimon. Also so wie eine Poh. Also wie kann sein, dass die Mishnah sagt so und in die Breite sagt so. Und es ist dieselbe Mensch. Einmal sagt er Azoi und einmal sagt er, man bringt manchmal von demselben Tana, dass in die Mishne sagt er Azoi und in die Breita, irgendeiner hat ihm gehört, dass er sagt genau anders. Die Antwort wird sein, ja, das ist im Ausland. Und diese Mitzwa ist in Israel. Diese Mitzwa ist für Jiden und diese für die Goyim. Das meint er am Shabbos und das meint er am Yom Tov.
das meint er eine Frau und das meint er einen Mann. Es kann auch andere Gründe dafür geben, nämlich dass man, dass sich die Sichtweise auf diese Sache verändert hat und man eine andere, vielleicht eine andere Meinung dazu hat, weil man ganz andere Erkenntnisse gewonnen hat oder sowas. Kann das auch sein, oder? Kann sein, weiß ich nicht. Also mit der tiefsten Literatur kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ich kann dir nur sagen, dass die Breite ist Sachen, die Rabbi Yehuda Hanassi hat nicht reingelegt in die Mishnah. Und das kann sein von alles, von die Tosefta, von die Midrashi Halacha, von alles. Und deshalb weiß ich nicht. Das ist viele Sachen, die verschiedene Quatzim, verschiedene Schriften, die hat man gefunden. Aber Breite und Tosefta ist dieselbe Sache. Die Breise bedeutet Bachutz, so wie Bar. Bar bedeutet Maschu Bachutz. Etwas draußen, außerhalb. Ja, wenn, das habe ich verstanden. Das war, okay, das habe ich verstanden. Ja, also die Breite, also nach die Tanach waren Bücher, die haben die Tora erklärt, so wie Michilta, Safro, Sifri, es gibt so andere Bücher und Rabbi Yehuda Hanassi wollte nicht mehr lernen nach der Struktur von Parshiyot HaShavua, sondern er wollte lernen nach der Struktur, wie gesagt jetzt, von praktisches Leben, Olam HaTV, Olam HaMufshad VeHaAdam. Das ist eine Idee von der Maharal von Prag. Er wollte die Menschen zugänglich sein und mit Erklärungen. Sollen sie sagen, Kasher Pasul, Asur Mutar, Tahor Tameh, Schluss. Also, bis Rabbi Yehuda Hanassi, ich gebe dir ein Beispiel. Kinder haben gelernt in die Schule, welcher Fisch ist koscher? Die Kinder haben gesagt, ja, mit Schuppen und Flossen und begonnen. Und nach Rabbi Yehuda Hanassi hat man ein Kind gefragt, ein Fisch mit Schuppen und Flossen. Tahor, nur Schuppen, Tameh, verstehst also, hat man nicht mehr gegangen auf dem, ist man gegangen zu dem Din, zu dem Resultat und nicht das, was hat die Tora lang, lifnei verlotiten michshol, was bedeutet, das, was sie haben gelernt in die Mishnah. Was bedeutet, du sollst nicht den Böcklein in der Milch seiner Mutter tragen? Der sollte nicht zitieren von die Tora, es steht in Mishpotim und in Dvorim. Er hat gleich gesagt, einmal essen, einmal genießen. Und er sagt das, was Rabbi Yehuda Hanassi hat gesagt. Das ist Asur und das ist Mutar, er hat das erklärt. Und ein Ei von einem nicht oft Tameh, diese Ei ist Tameh und Milch. Von Milch von Kamel, er sagt nicht jetzt Lokasher, sondern Tameh. Weil bei Torah Kamel ist Chaya Tmeah, Ele Atmeim Lachem. Rabbi Yehuda Hanassi hat gebracht, die neue Generation nach dem Torah, die Wörter von die Torah, die waren so ein bisschen himmlisch und abstraktisch und so ein Dokument von Jahren, von Geschichte. Er hat das, wie man sagt, die mündliche Lehre gebracht auf Zutaten. Asur, Mutar und so weiter. Deshalb ist es sehr, sehr schwierig. In die Torah steht nicht geschrieben, steht geschrieben, Tikhu lachem le Sukkot pri etz Hadar. Ihr sollt nehmen ein Frucht von Hadar. Schluss. Rabbi Yehuda Hanassi bringt die Mishnah. Was ist etz Hadar? Was bedeutet Etrog? Welche Etrog ist kasher, welche ist pasul, welche Bäume, die hat man gekreuzt, die sind kasher, welche sind pasul. Also er geht schon in dem praktisches Leben. Deshalb für die Völker ist sehr wichtig die Tora, weil sie ist eine Theorie und sie ist Vergangenheit. Und für die Juden ist sehr wichtig die Halacha und die Mishnah und die Gemara. Deshalb die Kinder ab 5. Jahr in die Klasse werden nicht mehr weiter lernen Chumash. Sie werden Maximum lernen Chumash mit Rashi. Weil was macht Rashi?
Rashi bringt schon eine Erklärung von die Mishnah, von die Gemara, von die Michilte, von die Breise, von die Sifri, von die Midrash, von die Gemore. Er macht schon zum Schluss darum, wenn der in Mainz, der Gutenberg, der erste Buch, was er hat gedruckt für die Goyim, was war das? Bible. Und bei der ersten jüdischen Druckerei in Italien, wo hat man gedruckt ein jüdisches Buch, was hat man gedruckt? Rashi. Warum hat man gedruckt Rashi? Warum soll man drucken Bibel? Bibel haben wir in die Synagoge geschrieben mit der Hand. Die Torah. Wir brauchen nicht jetzt drucken. Jede Synagoge hat Torah. Also wenn die Kinder, die amanitischen Juden, wenn sie gehen jeden Schabbat in die Synagoge und hören, wie man liest die Torah, wenn der Junge ist 10, 12, kann er die ganze Torah singen. Also wenn sie treffen heute einen jemanitischen Jude über 60, er kann die ganze Torah singen, so wie ein kluger Deutscher kann singen Lorelei. Also die ganze Torah. Und ich sehe, mein Papa hat gelernt Lorelei in Gorki, in Nizhny Novgorod, vor mehr als 60 Jahren. Und er kann das noch weiter wiederholen, weil der Lehrer war sowas von diszipliniert. Und er wollte, und wenn du hörst, mein Papa singt das, du wirst flippen. Mit allen Wörtern und mit der Ü und mit der A und mit der Maschu Maschu. Und die jemanitische Jude wird singen auch die ganze Torah. Weil er hat das gelernt durch die Musik. Und Musik ist ein Erlebnis. Und so kann man die ganze Torah durch die Tropen erklären. Und deshalb die Inhalt von die Torah auch. Und das ist auch während einer Shiur. Der Ton macht die Musik. Manchmal die Bedeutung von dem Pasuk durch die Tropen hat eine andere Bedeutung. Weil man sieht, was will man sagen? Entschuldigung, aber das ist auch der Grund dafür, dass da jemand steht, der zeigt, wie die Betonung auf diese einzelnen... Ja, der zeigt die Betonung, ist die faule Rabbiner, der hat nicht vorbereitet die Torah vor Shabbat und will sich sparen 3 Stunden von Lernen. Typisch Rabbiner sind Deutschland. Die haben keinen Bock, vor Shabbat zu sitzen, 3-4 Stunden zu vorbereiten. Wenn sowas siehst du in eine richtige Chabad-Synagoge oder richtige Synagoge in Israel, gibt es nicht sowas. Das gibt nur in Deutschland. Ich habe das in Israel noch nicht gesehen. Aber ich kann dir was sagen. Ich finde das trotzdem, ich mag das. Ich gucke da runter und wenn ich mal nicht mitlese und einfach nur so vor mich hin träume, gucke ich dazu und ich bin fasziniert davon. Es ist besser als gar nichts. Aber derjenige, der liest, wird nie wissen, die Parascha auswendig. Ich kann dir nur sagen, in die 25 Jahre, die ich lese Torah, das, was ich lese mit Vorbereitung, bleibt bei mir 40% hängen. Das, was habe ich gelernt mit einem Schüler zu Bar Mitzwa, bleibt 90-100% sitzen. Und es war bei uns ein Mann in Altenheim, der Herr Stern, seligen Andenken, der war ein Religionslehrer, jeden Schabbat konnte er die ganze Parascha singen, weil er war 40 Jahre Balkoire. Und steht auf seinem Grab geschrieben, Balkoire Mefoar. Balkoire ist einer, der vorbereitet die Parascha vor Shabbat und wartet nicht auf die Zeichen von jemand bei der Seite, weil das ist so wie Krücken oder Hilferäder für ein Kind, der nicht fahren kann. Und ich finde das Schande, dass man das tut. Und auf dem langfristig, es ist nicht gut. Es ist besser zu geben, mein Kind 30 Euro zu vorbereiten, die Parascha, oder der Rabbiner geben irgendein Budget für Shabbat, soll er vorbereiten, und das ist viel besser. Ist das abgeschlossen jetzt? Ja. Kann ich 2, 3 Fragen stellen? Natürlich. Also einmal, wenn man Talmud liest, so ganz bestimmte Themen, dann fällt auf, dass es so Sprünge gibt, Themensprünge, dass diese Diskussion den eigentlichen Grund verlässt, da komplett was anderes reinkommt und dann wieder zurückgeht zu dem eigentlichen Tachlis. Was ist der Grund dafür? Irgendwann habe ich mal gelernt, das sind Eselsbrücken, die man damit legt oder baut? Oder hat das ganz andere Gründe? Ich habe jetzt im Moment dummerweise kein Beispiel parat, aber ich wundere mich manchmal, wie die Diskussion diesen einen Punkt, diese eine Sache komplett verlässt
dann geht es um etwas anderes weiter und dann geht diese Diskussion wieder genau zu diesem Punkt zurück. Was ist der Grund dafür? Die ganze Talmud hat irgendwo Kette zwischen alle Sugyot. Und manchmal, wenn sie reden über ein Thema, das nennt man assoziierend. Assoziierend bedeutet Assoziatiot. Sie lernen über Chanukka oder sie lernen über Kerzen von Shabbat. Masechet Shabbat, sie lernen über Kerzen von Shabbat und sagen, ups, Kerzen, na, apropos Chanukka. Das nennt man Assoziatie, während die Sache gelernt. Und wenn man guckt manchmal noch ein Bild von die Seite über Chanukka und was sie dort diskutieren, es reflektiert mit noch einem Blickwinkel und mit noch einer Beleuchtung zurück auf die Sugia von Shabbat. Manchmal, wenn du bist vertieft in die Sugia, verstehst du nicht, was tut sich. Und plötzlich, die Rabbiner sagen, ah, assoziieren. Ah, Shabbat, Shabbat, Chanukka. Die gehen in Chanukka, wie geht das? Beit Shammai sagt am ersten Tag 8 und geht man runter. Hillel sagt nein, am ersten Tag weine und man geht weiter. Olech Vemosif, was ist die Diskussion? Potenzial oder Maximum? Und da wegen der Assoziation bringt zum Schluss zum Sugya und verbreitet dem ganzen Bild. Vielleicht noch ein Aspekt. Gemara ist nicht etwas, die man lernen muss, um zu wissen. Gemara ist etwas, das man lernen muss, um zu erkennen, wie haben sie gelernt. Wenn ein Mensch lernt Gemara, deshalb in die Yeshivot nennt man es Gemara und nicht Talmud. Talmud scheint schon so akademisch, ani lomed, ich lerne, es gibt ein Konzept, eine Struktur, machlaka le Talmudologia. Es gibt nicht Gemara, man lernt ein Blatt Gemore. Gemore ist ein Lemida. Das Lernen an sich ist das Ziel und nicht die Ergebnis von dem Lernen. Sie möchten sitzen, es gibt bis heute in der jüdischen Welt zwei Arten vom Lernen in die Yeshiva. Eine heißt Girse und eine heißt Iyune. Girse ist auf Aramäisch einfach Quantität, Girsa, noch eine Maseret. Also wenn du triffst einen Yeshiva-Bocher und du fragst ihn, was lernst du in die Yeshiva, frage, mata lomed le Girse und mata lomed le Iyune. Iyune bedeutet, was lernst du von Qualität? Und in alle Yeshivot gibt es dieselbe sieben Masechtot, die man endet in sieben Jahre. Jeden Bachur in die Yeshiva gibt es dieselbe Masechtot, wo man lernt le Iyune. Iyune bedeutet, man vertieft nur in diese Masechtot. Gittin, Kiddushin, Shabbos, Bove Basra, Bove Metzir, Bove Kame, sind immer dieselbe. Aber es gibt ja, dieser, wenn man sagt, das wird, ja, ich kenn, also dieser Rhythmus hat ja angefangen vor einem Jahr oder sowas. Ne? Nein, das ist wieder was anderes. Ja, es gibt jetzt jemand oder es gibt eine, die das hat vor einem Jahr angefangen, irgendwie sowas. Nein, das ist Dafayoimi, das ist schon für Balabatim. Das ist für Leute, die lernen jeden Tag ein Blatt Gemore von Rab Meir Shapiro von Lublin. Das ist Leute, die wollen einmal in sieben Jahren die ganze Talmud lernen. Quantität, nicht Qualität. Ich rede jetzt in die Yeshiva. Wenn einer will wirklich sein, ein Yeshiva-Bocher, und er will sieben Jahre von seinem Leben geben, machen in Yeshiva. Yeshiva ist 3 Jahre Yeshiva Ktana, 4 Jahre Yeshiva Gdola. So geht es. Und später gibt es Kibbutz, bis man heiratet. In diesen 7 Jahren gibt es 7 Masechten, aber das gehört schon zum Talmud und das ist unser nächstes Jahr. Okay. Das wird ja, also dann haben wir auf jetzt, weil ich habe das zu viel, was ich jetzt noch wissen will. Okay.